Ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Ich habe ihn gefunden. Da steht der gute Bürgermeister und untersucht die Felder. Wir haben in der letzten Folge Koronospa getroffen, den König der reichen Ernte. Und eigentlich war was anderes geplant, aber gut, das kommt manchmal auch ein bisschen dazwischen. Wir folgen jetzt erstmal dem Storyfahrt und machen heute weiter mit dem Teil hier. Für dieses Feld ist es wohl auch zu spät. Der Boden ist schon so ausgelaugt, dass hier keine Feldfrüchte mehr wachsen würden. Vielleicht ist die Erde der Kronschneelande wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen. Nanu, was machst du denn hier? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Was? Du möchtest etwa das treue Ross des Königs der reichen Ernte erfahren? Nee, draußen ist es zu kalt, um solche Gespräche zu führen. Reden wir besser in meinem Haus in Freestyle weiter. Ich werde dort auf dich warten. Gut, dann können wir zurück nach Freestyle. Ich gucke mir das gerade mal kurz nochmal an. Ob wir nicht hier irgendwas übersehen, ne? Aber bei dem schon irgendwas zum Link. Ja. Super Trank, okay, ja. Das ist also gar nichts, ne? Ich hatte mir jetzt auch, okay, vielleicht haben wir noch irgendwie ein Item hier, was noch irgendwie nützlich sein könnte. Ah, ich sehe gerade. Doch, da ist noch was. Nochmal ein super Trank. Gut, dann kehren wir mal kurz auf Freestyle zurück. So. Und wir hören uns mal an, was der gute Bürgermeister so zu erzählen hat. Das muss ich gerade gucken, wo der war. Waren ja hier oben. Die beiden Damen sind das. Oh, hier ist immer noch ein Item, ne? Eine Stange dicker Lauch. Okay. Kann man bestimmt eine gute Suppe draus machen. Die Statue des Königs der reichen Ernte. Seit wann ist denn ihr Kopf so groß? Was? So, sagst du da? So sollte der König eigentlich aussehen? Stimmt. So ähnelt er wirklich dem Aufdruck auf unseren Pullovern. Aber du redest ja, als hättest du ihn schon mal mit eigenen Augen gesehen. Das würde bedeuten, die Statue war schon seit Jahren meiner Kindheit beschädigt. Ah, natürlich. Du wolltest etwas über das treue Ross des Königs der reichen Ernte erfahren. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, warum du dich dafür interessierst, aber bitte folge mir. In meinem Buch habe ich vor langer Zeit einmal gelesen, dass das treue Ross des Königs geradezu fanat war an ein bestimmtes Gemüse, das hier in den Kronschneelanden wächst. Aber was genau war das? Ach, in letzter Zeit fällt mir aber auch gar nichts mehr ein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, liest er die Bücher im Regal dort durch. Okay, dann gucken wir uns mal die Bücher an. Das Buch über die Kronschneelande. Das Buch möchtest du lesen. Der König der reichen Ernte. Okay, das sind einige. Ja, machen wir das. Unter diesem Namen ist das Pokémon bekannt, das unseren kargen Lande reiche Ernte beschert. Wo seine rechte Hand gleiten lässt, blühen sogleich Blumen und Kräuter in großer Zahl. Lässt es die linke Hand über Feld und Flur schweifen, segnet sie mit Fruchtbarkeit. Grün leuchtet seine Krone, wenn es rittlings auf seinem treuen Ross über Berg und Halb herrscht. Überall, wo sie dabei den Boden berühren, hinterlassen sie eine Spur an frischen Trieben. So wird diesem Wesen hier zulande als unserem geehrwürdigen König gehuldigt. Ja, möchte ich das mit dem Ross. Das treue Reittier stellte seine Kräfte in den Dienst des Königs. Vereint sind sie zu Wundertaten fähig und vermögen es in nur einer einzigen Nacht, einen Wald aus dem Nichts zu erschaffen. Einst war es ein Ungetüm, das Feldfrüchte vernichtete und die Dorfbewohnern viel Kummer und Leiden bereitete. Doch dem König gelang es dank seiner Macht, es sich untertan zu machen. Manche sagen, es sei mit seinem schwarzen Fell, erinnerlich an einen finsteren Geist aus düsterer Nacht und überhaupt wiederum sein Fell leuchte weiß wie bitterkaltes Eis. Die Wahrheit blieb ungewiss. Also Geist kann es auf jeden Fall nicht sein, weil sonst hätte die Kopfschnuss nicht getroffen. So, okay, dann machen wir das so. Dann habe ich das, was ich wollte. So, warte mal. Muss ich was machen? Okay, ich muss tatsächlich jetzt noch weiter die Bücher lesen. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Züge des Bundes. Diese Züge gestatten es dem König sein treues Ross zu bändigen. Sie waren ein handgefertigtes Geschenk der Menschen an den antwortbringenden König.
So zeugen die Züge nicht nur von seinem Bündnis zwischen dem König und seinem treuen Ross, sondern auch von dem Bund zwischen dem König und uns Menschen. Niemals mögen wir es versäumen, dem König zu Beginn eines neuen Jahres solche Züge zu geben. Schicht auf Schicht soll es eine leuchtende Blume mit der Mähne des Rosses verflochten werden. Hoff, dass diese Kunst von unseren Nachkommen sowie deren Kindern und Kindeskindern fortgeführt werden möge. Okay, weiter geht's. In den chronischen Landen gedeihen Karotten auf unterschiedliche Weise. Auf schneebedeckten Feldern sprießt die Polarkarotte vor. Die Phantomkarotte im Gegensatz ist auf Feldern in der Nähe des Friedhofs. Pokémon des Typs Eis scheinen eine Vorliebe für Polarkarotten zu haben, während Pokémon des Typs Geist Phantomkarotten bevorzugen. In Märchen wird davon erzählt, dass das treue Ross des Königs der reichen Ernte die Karotten der Stillande liebte. Während einige Geschichten allerdings von einem weißen Ross sprechen, das Polarkarotten mochte, aber ein anderer ein schwarzes Ross, dessen Leibweise Phantomkarotten waren. Aus irgendeinem Grund weicht die Legenden von diesem, in diesem Punkt immer voneinander ab. Schneetanz. Mit jedem Jahr, das die Schneelade zieht, scheinen die Temperaturen weiter zu sinken. Kein Wunder, dass man sich dann immer öfter zu Hause im Warmen gemütlich macht. Leider führt das zu einem maßgeblichen Bewegungsmangel, den man ausgleichen sollte. Um aus diesem eisigen Winterschlaf zu erwachen und die Körpertemperatur anzukurbeln, eignet sich der Freestyle-Schneetanz hervorragend. Die Hände in die Luft, nach rechts, nach links, dann runter zu den Füßen, die Dehnung schön genießen. Wenn die Verbeugung gut gelingt, spüren wir, das Herz anspringt. Stellen Sie sich mit den anderen im Kreis auf und tanzen Sie gemeinsam. So bleiben Sie auch im hohen Alter fit für den nächsten Frühling. So, Souvenir-Initiative. Ideensammlung für den Freestyle-Souvenir, Zusammenfassung vom Tourismusverband. Hiermit möchte ich mich herzlich für die vielen eingereichten Ideen bedanken. Unsere Wahl fiel letztendlich auf einen Pullover mit dem König der reichen Ernte als Aufdruck. Da wir für das Design historisches Bildmaterial verwenden können, dürfte sich dieses Projekt als recht kosteneffizient erweisen. Okay, dann haben wir das soweit durch. Und haben alle Bücher einmal gelesen. hat es doch gerade gemacht, oder nicht? Ach, ich hatte, wir sollen nochmal ins Dorf zurück. Okay, gut, dann hat sich das gerade ein bisschen geändert. Ach, da hinten ist es, okay. Da machen wir das doch. Du ziehst dich gerade mal komplett in deine Ecke zurück, damit du scheinbar nicht so gut zu sehen bekommst. Ich hätte jetzt gerne das Arktos eben gefunden. Aber ich bin, weiß ich. Das ist. Doch, dann ist es echt Arktos. Weil. Ja, der Ruf auf jeden Fall. Aber ich werde die auf jeden Fall versuchen noch zu fangen. Die kriegen wir bestimmt noch an dem DLC. Cornerspa. Expeditionsleiter. Mir kam es kurz vor, als jemand nach mir gerufen. Warst du das? Schon wieder ist. Menschenkind, hast du etwas über mein treues Ross herausgefunden? Du weißt, was mein treues Ross besonders mag? Unsere gemeinsame Zeit ist so lange her, dass es mir gänzlich entfallen ist. Mit dieser besonderen Vorliebe gelingt es uns vielleicht, mein treues Ross sehr weit zu locken. Worum handelt es sich dabei? Karotten. Oh, Karotten, sagst du. Wohl wahr, ich erinnere mich. Sobald man ihm eine bestimmte Feldfrucht vor die Nase hielt, gab es kein Halten mehr. Es kostete einige Mühe, es dann wieder unter Kontrolle zu bringen. Ja, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Es handelt sich in der Tat um Karotten. Gut gemacht, Menschenkind. Wenn wir eine treue Rotte hätten, könnten wir mein treues Ross zu uns locken, wo immer es auch gerade aufhält. Es ist denkbar, dass die Menschen im Dorf diese Feldfrüchte anbauen. Schon ein einzelner Samen würde mir genügen, um meine Karotte heranwachsen zu lassen. Okay. Gut, okay, dann müssen wir tatsächlich doch die Karottensamen von dem Typen da holen, der hier irgendwo steht, nämlich der da. Also rechts hier auf dem, ja, also mehr. Weil der will uns ja für die 8 Erze Karotten wohl geben. Du suchst also nach Karotten, wie? Da kommst du doch zur falschen Jahreszeit, dafür hätte ich aber Karottensamen. Ja, nimm mal mit. So. Dann nimm mal die Karottensamen. Und dann gehen wir zurück zu Koronospa. Weil der hat ja gesagt, der braucht einen Samen. Dann hat er das. Hast du Karotten gefunden, Menschenkind? Wie bitte? Diese wundersamen Beutel befinden sich wahrhaftig Karottensamen.
Ja, Jet war nicht nie auf, euch anzupassen und weiterzuentwickeln. Es erfüllt mich immer mit Erstaunen, wozu ihr fähig seid. Doch, fällt das Dorf so nicht für den Anbau von Karotten geeignet. Hätten wir fruchtbaren Boden zur Verfügung, wäre ich in der Lage, die Samen mit meinen Kräften gedeihen zu lassen. Wo könnten wir also geeigneten Boden in den Manchelern finden? Da hinten, okay. Mir kommen zwei Orte in den Sinn. Zusammen gibt es ein Feld, das von einer eiskalten Schicht bedeckt ist. Ach, da hinten und der Friedhof. Das andere Feld befindet sich neben einem Friedhof, wo die Verstorbenen ruhen. An beiden Orten könnte ich von meiner Kraft Gebrauch machen und Karotten gedeihen lassen. Wähle es der Felder und sähe dort die Samen. Boah. Na nun, letzter schlafe ich echt oft draußen ein. Es ist eben ganz schön anstrengend, in der Expeditionsbasis Stellung zu halten. Pass auf dich auf und übertreib dich, Expeditionsleiter. Ja, okay. König der Reichen Ernte, Teil 1. Nachdem ich Coronas mal mitgeteilt hat, dass ich Karottensamen auftreiben konnte, verriet es mir die Stadt und zwei Felder, wo die da Samen gedeihen können. Eines davon schneebedeckt, sondern in der Nähe einiger Gräber. Jetzt muss ich mich nur noch für eines entscheiden, wie Samen dort aussehen. Okay, das eine ist ja vom Typ Eis, das andere ist dann wahrscheinlich vom Typ, Oma! Oma! Singst du mir das Lied vom Rost des Königs? Bitte! Ja, aber sicher doch, mein Kindchen. Der eine Wildling war so weiß wie Eis. Er wählte die Polarkarotte als Speis. Der andere Wildling war so schwarz wie ein Geiß. Er hat die Phantomkarotte verspeist. Ist immer schön dein Gemüse, so wie das Pokémon im Lied. Hörst du? Mach ich, Oma. Mach ich. So, okay. Die Frage ist, welchen Pokémon-Typ nehmen wir? Wir werden wahrscheinlich den Typ Geist nehmen. Wie habe ich eher Bock auf den Typ. Auf Typ Geist. Und deswegen gehen wir runter zur Schneeschlucht und dann gehen wir zum Friedhof. Jetzt gerade für mich auch richtig. So, okay. Oh, nach Tara. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nach Tara, die hat so wahrlich nicht gerechnet. Na, das kann jetzt nicht viel. Dann soll ich mir noch kurz ansacken. Komm mal her, mein Freund. Wobei, mein liebster Evoli-Entwicklung ist tatsächlich entweder Blitzer oder Psyana. Ich mag sie beide. Ich weiß gar nicht welche. Es gibt ja 7 Stück insgesamt. Maquana, Flamara, Blitzer gibt es ja noch. Nach Tara, Psyana, Felinara, Glaciola und Fulipoba, wenn ich es richtig alle zusammenkriege. Müssen 7 sein. Oh, komm mal her, mein Freund. Ich möchte dich gerne mit einsacken. Du kannst so oft Horrorblick einsetzen, wie du Lust und Laune hast. Das war doch nur super, dass ich das Spiel gefunden habe. So. Ja, auf jeden Fall scheint das DLC von den Folgen auch ja länger zu sein als. Bei der Menge zu tun sein, ist ja mehr zu sein als das DLC, erste DLC, was wir da so gesehen haben.
So, ich habe ja noch weiteres. Komm mal her, mein Freund. So, dann haben wir das Nachtara mit in den eingesackt. Mal gucken, ob ich noch alles fangen kann. Zersetzen kann. Nehmen wir Frigiometri mal raus. So. Da nehme ich mir das Libello zurück. Ja, das ist definitiv das Arktos. Ich höre das ja immer mal wieder. Und der Ruf ist definitiv von Arktos. Ist wahrscheinlich hier drüber weggeflogen oder so. So, dann haben wir hier Relaxo. Und da wir jetzt schon wieder auf Geist-Pokémon treffen, vermute ich, dass wir hier gleich am Friedhof irgendwo sind. Nur gerade gucken, wo wir hier sind. Jetzt habe ich einmal die Höhle gefunden mit dem Rocky. Warte mal, dann ist das unten. Dann ist der unten der Friedhof. Ich muss mich doch gerade ein bisschen orientieren. Sorry, Leute. Kann das so sein? Schon. Da ist Arktos, siehst du? Sag ja, der ist es. Das hat man schon mal die Situation. Arktos sitzt da oben und Geradax sagt dann auf einmal, na, warte mal, der springt ihn noch mal kurz dazwischen. Schön, dass du jetzt wieder dich verziehst. Schade, ich hätte dich gern jetzt noch gefangen, mein Freund. Okay, dann machen wir was anderes. Dann gehen wir. Wir sind, glaube ich, in dem alten Friedhof jetzt. Spinne doch mal von mir, Alter. Kann doch nicht sein. Alter Friedhof, warte mal, hier ist das Feld. Ich speichere kurz den Spielstand. Dann sehe ich hier kurz die Samen ein, weil ich will das für Geist haben irgendwie. Gefällt mir besser. So, das ist eines der Felder, von denen Koronospa erzählt hat. Möchtest du Koronospa auf diesem Feld aussehen? Ja. Wie ich sehe, hast du eines der Felder erreicht. Auf diesem Feld werden Phantomkarotten gedeihen. Wenn mein Gedächtnis nicht täuscht, liegt immer treues Rot diese Feldfrüchte. Deshalb so sehr, weil es dem Typ Geist angehörte. Doch all das liegt so weit in der Vergangenheit, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Ich frage dich noch einmal, wünschst du dir wirklich die Samen in diesem Boden zu sehen? Ja. So sei es, dann wäre bitte nun die Samen. Buddel. Du hast die Karottensamen eingepflanzt. Jetzt wird die Erde etwas festklopfen. Ausgezeichnete Arbeit. Du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Nun bin ich an der Reihe, werde ich Zeuge meiner Kraft. So. Du spürst, wie der Boden zu zittern beginnt. Plopp. Du hast so viele Samen gepflanzt, aber nur einen konnte ich gedeihen lassen. Wie sehr meine Kraft doch geschwunden ist,
Mir schmerzt das Herz bei dem Gedanken. Schon bald wird mein Klage jedoch ein Ende haben. Nun denn, Menschenkind, setze all deine Stärke ein, um diese Phantomkarotte aus dem Boden zu ziehen. Ja, möchte ich. 1, 2 und hau rock! Du willst eine Phantomkarotte! Das hast du gut gemacht, Menschenkind. Mit dieser Karotte wird es nun möglich sein, mit Treus raus herbeizulocken. Jetzt benötige ich nur noch die Zügel des Bundes. Sie verleihen mir die nötige Kraft, um mein treues Ross mit Leichtigkeit reiten zu können. Ich bezweifle jedoch, dass die Menschen sie mir jetzt noch darbieten würden. Cool, da ist das Pferd. Phantom! Cool. Kann es sein? Bist du jetzt wirklich mein treues Phantoros? Diese schwarze schimmernde Fell, dieser wilde, ungestüme Galopp. Genau wie bei unserer allerersten Begegnung. Wir werden Erinnerungen wach. Phantoros. Offenbar kann es die Karotte zwar erwittern, aber nicht genau orten. Der Richtung nach zu urteilen, in die es galoppiert ist, könnte es vor allem das Dorf nach Karotten abzugrasen. Sollte ich mit meiner Vermutung richtig liegen, ist Fiesel ein Gefahr, Menschenkind. Wir dürfen keine Zeit verlieren. So. Gut, dann machen wir mal einfach kurz zurück nach Freestyle. All diese Menschen sind in Gefahr. Doch in meinen Zuschauern kann ich nichts dagegen tun. Ich bitte dich, Menschenkind. Hilf den Bewohnern von Freestyle. Also ich kurz das, die Frage, kann ich das Viech fangen so? Warte. Phantoros. Aha, ja, scheinbar schon. Gut. Ich hoffe, dass das ein Phantoros erscheint. Das sieht aber cool aus, muss ich sagen. Sieht wirklich cool aus. Mal gucken, ob ich es fangen kann. Das wäre cool. Oh, es ist Level 75? Ich würde es gerne einfangen. Ich hoffe, dass es kriegen gehen kann. Geht. Fangen wir erstmal mit. Ja, Verbrennung, okay. Ah, das ist am Kotzen. Okay, dann muss ich es tatsächlich besiegen. Ich kann es eh nicht fangen. Ich warte, bis Kommel hat ein White Level abkriegt. Und dann gebe ich ihm so eine Bombe noch. Was? Schade, ich hätte gar nicht einen Scan gefangen. Das ist cool auf jeden Fall aus. Phantoros! Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Aber es kommt mir vor, jetzt hat mich gerade jemand beschützt. Wo ist es hin? Da blinkt irgendwas. Die Frage ist, was ist das? Eine Strähne dunkles Rosshaar. Wettergast, wir können ja jemals für diese Rettung danken.
Was war so ein ungestümes Pokémon nur in den Schneelanden? Man könnte fast meinen, es sei dieses Pokémon aus dem Märchen. Das treue Ross des Königs. Aber ach, was rede ich denn da? Nanu, was ist denn das? Dort ich ein dunkles Rosser? Im Märchen passiert etwas Besonderes, wenn man eine Leuchtenblume, die der König selbst hat erblühen lassen, solches Haar einflechtet. Angeblich kann man so die Züge des Bundes herstellen, den die König und das treue Ross miteinander verbinden. Meine eigenen Vorfahren praktizieren diese Kunst der Zügelherstellung, die von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde. Nun ja, ich bin von meiner so arbeitenden Blume noch nie gesehen. Und die Fertigungsmethode ist mir der Zeit der Vergessenheit geraten. So, jetzt haben wir aber lang genug über Abendmärchen gefachsimpelt. Sollte mir wohl besser Gedanken darüber machen, wie wir dieses Pokémon in Zukunft von unserem Dorf hinhalten können. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Ja, jeder sein, ne? Oder? Ja. Gucken, was da jetzt noch kommt. Vielen Dank, dass du das Dorf beschützt hast, Menschenkind. Dabei wäre es meine Pflicht gewesen, mit treues Ross zu zügeln. Doch in meinem aktuellen Zustand konnte ich nicht mehr viel tun, als sie zu verwirren und zum Aufbruch zu bewegen. Wenn ich doch die Zügel des Bundes hätte, wäre es so leicht, es zu zählen. Willst du die Zügel des Bundes für mich herstellen? Aus dem Haar meines treuen Rosses einer leuchtenden Blume, die ich blühen lassen soll? Eine Blume. Aber natürlich, ich dachte, meine Menschen hätten aufgehört, mir die Zügel des Bundes darzubringen, weil ihr Glaube an mich erlöschen soll. Dabei fehlt ihnen in Wahrheit lediglich das nötige Material, da ich dieses nicht mehr wachsen lassen konnte. Oh, wie lange bin ich diesem Irrtum nun aufgesessen? Viele hundert Jahre ist es schon her, seit ich zuletzt eine leuchtende Blume erblühen ließ. Denn die Kraft, die es mir verblieben war, reichte nicht aus, um dieses zu bewerkstelligen. Doch nun spüre ich, dass sich ein kleiner Teil meiner alten Kraft wieder durchströmt. Wohlan war wohl nach schier endlos langer Zeit der Versuch, eine leuchtende Blume erblühen zu lassen. Was passiert? Das ist für dich, Menschenkind. Ein Kronblatt. Wie erwartet, ist dir nur sehr mühselig, auch nur eine einzige Blume blühen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, doch bitte nimm dieses Kronblatt an dich und versuche damit die Zügel des Bundes anzufertigen. Die Nachkommen jeder Familie, die einst die Zügel herstellte, sollten noch im Dorf leben. Ich setze meine auch ganze Hoffnung in dich. Ja. Und das mit den Zügeln des Bundes, das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Weil jetzt ist Ende der Folge und wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich dabei, wenn er zusehen würde wieder. Lasst ein Like da. Ich freue mich über jeden netten Kommentar. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schild und zwar dem DLC Schneelande Deckkrone. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.